Hey Freunde, herzlich willkommen auf Ben Master Toys, der Kanal für Sammelkarten und Sammelfiguren. Und heute gibt es Sammelkarten, nämlich Magitex Extra der Saison 2019-2020 ist rausgekommen. Und ich habe hier heute in diesem Video ein komplettes OVP-Display, zwei Blister und zwei Multipacks. Falls ihr euch jetzt fragt, wo ist denn das Mega-Starter-Pack? Da kann man hier hinten nämlich drauf sehen, das Starter-Pack bzw. die Sammelmappe ist die gleiche wie... quasi wie bei der Magitex Action Serie. Das heißt, die Sammelkarten der Magitex Extra Serie sortiert ihr in die Sammelmappe der Magitex Action Serie ein. Ich bin gespannt, ob es auch noch Magitex Extra Sammeldosen gibt. Und da man hier die Magitex Action Sammelmappe nehmen muss, wird es bei mir mal Zeit für den Mappen-Update. Wenn ihr mein Mappen-Update zur Magitex Action Serie sehen wollt, stimmt jetzt ab oben in der Infokarte. Wollt ihr ein Magitex Action Mappen-Update sehen, dann stimmt jetzt oben in der Infokarte für ja oder wenn nicht, dann halt für nein. Und wenn ihr der Meinung seid, dieses Video hat hier die 100 Likes verdient, dann unbedingt liken und gerne die Glocke abonnieren. Die Glocke abonnieren. Genau, versucht es mal. Ansonsten Glocke aktiv, Glocke aktivieren. Dankeschön. Und jetzt fangen wir mal an, hier auszupacken. So, es gibt natürlich auch wieder ein Poster. Früher habe ich die Dinger mal gesammelt, aber ich habe irgendwann mal angefangen aufzuräumen und hatte irgendwann einfach gar keinen Platz mehr für die ganzen Sachen, die ich so über die Jahre gesammelt hatte. Ich weiß gar nicht, irgendjemanden hatte ich die Poster geschenkt, irgendjemanden aus Ratzeburg. Und hier haben wir auch schon die aktuellen Booster. Sehen natürlich wieder wunderschön aus, ne? Wunderschön, wunderschön. Das Extra erinnert so ein bisschen an diese DuckTales-Sammelkarten, die es vor, keine Ahnung, 10 Jahren oder so gab. 206 neue Sammelkarten sind verfügbar. Es gibt sogar Bundesliga-Trios, Kapitäne, Superstars, Torjäger, Matchwinner, Club 100 und mit etwas Glück eine limitierte Karte pro Display. Das heißt, es gibt hier heute in diesem Video 5 Limis. Hoho. So, und dann packen wir mal aus. Aha, Booster-Design von hinten, ganz genauso wie die Standard-Magitex und auch die Extra-Serie. Ich meinte die Action-Serie. Und dann schauen wir mal, wie es hier losgeht. Also, ganz gewöhnliches Kartendesign, wie auch zuletzt bei der normalen Magitex-Serie. Ich fand die ja schon mega cool. Dieses schwarze Design war auf jeden Fall richtig nice. Felipe Coutinho bei Bayern, Angriffswert 89. Da muss ich ja so ein bisschen schmunzeln, denn meiner Meinung nach hat er die nicht. Lewandowski 90. Ja, Tide von KSC, zweite Liga auch wieder dabei. Paulinho, ja, von Leverkusen, Watt 64. Das ist ja mal, Coutinho hat zu viel und er zu wenig. Okay. Au, hier haben wir die neuen Trio-Karten. Offensiv-Trio, Angriff, Raman, Burgstaller, Harit von S04 und dann die Matchwinner-Karte, Stefan Lichtsteiner. Früher Juventus Turin, jetzt spielt er bei Augsburg. Und wir haben hier die 2-Euro-Booster-Variante. Wir haben hier 10 Karten für genau, hier steht es nochmal, 2 Euro pro Booster. Also hier hat es jetzt keine Preiserhöhung oder ähnliches gegeben. Die nächsten Karten, ich will ja heute einiges auspacken. Bad Stuber hier auch am Start. Ut. Kuzans bei Bayern, spielt er noch oder ist er nächste Saison wieder weg? Man wird es sehen. Karim Bellarabi, den mag ich bei Leverkusen richtig gerne. Dann hier Saison-Superstar bei der TSG, Robert. Okay, ich lasse es. Und der letzte ist dann nochmal von Bremen, Gebre Selassie. Und nächster Booster, Bremen, bin ich auch super gespannt, wo die nächstes Jahr spielen werden. Camacho von Wolfsburg und hier der HSV Martin Hane. Kommen sie wieder in die Liga oder verdatteln sie es am Ende doch noch? Richtig geil wäre es ja, HSV gegen Bremen in der Relegation. Alter Falter, das wird die geilste Relegation aller Zeiten. Patrick Schick, RB Leipzig. Dann als nächstes Paul Seguin von Greuther Fürth. Dann nochmal hier Vogt von Werder Bremen. Powerkarte ist Florian Niederlechner von Augsburg bzw. Saison Superstar. Und hier Club 100, Wout oder Wout Weghorst. Angriffswert 100. Ja, die Club 100 haben wir also schon direkt gesehen in diesem Video. Können wir abhaken. Oder wer weiß, vielleicht gibt es ja sogar noch direkt eine zweite. Dynamo Dresden am Start hier. VfL Osnabrück als nächstes. Augsburg Torwart Abwehr Hakimi. Sehr beliebt bei den Dortmund-Fans. Haidara von RB. Dann hier nochmal Duisburg war das jetzt, glaube ich. Dann hier KSC nochmal. Paderborn noch erste Liga auch am Start. Nochmal Mittelfeld. Klaasen von Werder Bremen. Und dann nochmal Kapitän Giola. Jui Lavogui von
Nee, nicht von Bremen, von Wolfsburg. Ich weiß nicht, ob ich eben Bremen gesagt habe, aber ihr seht's ja selbst. Packen wir zwischendurch einfach mal einen Blister aus. Match Attacks, extra Bundesliga Blister, 24 Karten, eine Limi. Und jetzt natürlich die Frage, wie viele verschiedene Limis gibt es denn hier in so einem Blister? Hier steht zwar nur eine Limi drauf, zuletzt war hinten immer was abgebildet, wie viele verschiedene Limis es in den Blistern gibt. Schauen wir einfach mal rein, ausgepackt und ich erinnere mich immer noch an den Match Attacks Adventskalender, wollte ich sagen. Da hat es gerade an der Nase gejuckt. Da war auch so ein goldener Booster drin. Und hier im Blister gibt es zwei 10er Booster und ein 5er Booster mit der Gold-Limi drin. Also erste Limi wird es gleich geben. Baumgartlinger am Start hier. Jawohl, dann haben wir Kielan. Dumitsch, Leiner am Start. Palacios von Jan Regensburg hier. Lenz, Christopher Lenz, Leibold. Roussillon als Außenverteidiger, glaube ich, ne, bei Wolfsburg. Dann haben wir als nächstes nochmal Gregor. Schalke 04 und nochmal Trio-Card von Gladbach. Embolo, Player 2 Ram. Zweiter Booster aus einem Blister. Geht los mit Veljkovic. Dann haben wir hier Großurek heiße. Jawohl, Nilsson von Arminia Bielefeld. Jan-Fiete Arp ist auch am Start. Ja, aber Jan-Fiete Arp fragt man sich, hat er richtig gewechselt oder war der Fehler doch, war der Wechsel ein Fehler, nicht der Fehler ein Wechsel? Tom Baumgart hier, dann haben wir Timothy Chandler. Und Offensivtrio ab, hä? Achso, Defensivtrio, ich wollte gerade sagen, Offensivtrio Abwehr von Hertha BSC, Big City Club, Klünter Stark, Turu Nariga und am Ende nochmal hier von Union Berlin. Eisern Union, bester Berliner Verein hier, Marvin Friedrich. Und wir kommen zum 5-Booster-Päckchen, schaut ihn euch an. Der sieht nice aus, am liebsten würde ich den gar nicht öffnen. Promo-Päckchen, Promo-Paket, 5 Karten und hier ist die Limi auf jeden Fall drin. Und da haben wir sie auch schon, Kön Kastel von Wolfsburg, limitierte Auflage. Die sind definitiv wieder richtig schick, muss man sagen. Dann nochmal Paulinho, dann hier nochmal Auswärtstrikot von Pauli. Als nächstes Dumitsch von Duisburg oder auch Darmstadt. Ich glaube, ich hatte das eben schon mal verkehrt. Also falls das eben schon mal verkehrt war, tut mir leid. Zimmermann nochmal von Düsseldorf. Nach dem ersten Blister kommen wir gerne mal schnell zu einem Multipack. Auch hier haben wir 2 10er Booster und ein goldenes extra Päckchen. 24 Karten, eine limitierte Karte, eine von 2 limitierten Karten. Also 2 Multipacks, 2 verschiedene Limis. Bin ja gespannt, ob ich hier gleich beide habe. Ah, guck mal hier. Bei den Blisterpacks gibt es einmal Castells oder Hinterseher. Und hier in den Multipacks, entweder bin ich gerade blind oder ich sehe das Multipack nicht. Oder wir haben in den Multipacks Hinterseher drin. Das könnte auch sein. Kann ich mir aber schwer vorstellen. Was steht denn hier hinten noch drauf? Genau das gleiche. Okay, dann packen wir einfach mal aus. Der Kleber ist ja super easy abzumachen. Das kennen wir ja schon ganz anders. Okay, der klebt ein bisschen schlimmer hier, aber im Prinzip, so, wenn man da so ein bisschen rumreißt, geht das fix. Machen wir auch direkt den zweiten Blister hinterher. Rupfen wir da einmal schnell hier die Booster ab. Hoppala. Und dann packen wir mal die Multipack-Booster aus. Wie gesagt, 2 10er-Booster sind ja auch wieder am Start. Geht direkt los wieder mit Klaasen. Den haben wir ja schon gehabt. Dann haben wir Mamba. Als nächstes nochmal Ringner. Benze Baini. Der hat auch nur einen 77er Abwehrwert. Der wäre, glaube ich, eigentlich habe ich von dem recht viel gehalten, muss ich sagen. Im Spiel gegen Bayern und Dortmund war der richtig stark. Jakobs haben wir hier. Dann Keja. Heja. Moritz Heja. Nochmal von Jan Regensburg ab. Abwehrspieler, Mittelfeld von Bochum, Mittelfeld Freiburg. Offensivtrio haben wir schon gehabt von Gladbach. Nächster Booster, nochmal direkt 10 Karten. Hier dürfte jetzt eigentlich keine Limi drin sein. Es sei denn, es sind Booster, die man auch im Display bekommt. Dann hat man hier eine theoretische Chance, auch eine Limi drin zu haben. Aber so wie sich das natürlich angehört hat, hat man wahrscheinlich nur im Display selbst die Chance auf die Limited Edition. Lukas Klinter habe ich mir gerade in meiner FIFA 20 Karriere auf meinem Kanal Ben Masterful in meiner Bayern-Karriere verpflichtet als rechter Verteidiger, nur als Backup für Kimmich. Ich glaube, FIFA 15 oder FIFA 16 war das ein Riesentalent. Hat man sich den geholt, hat man dann nach 3-4 Jahren so richtig viel Spaß mit gehabt. Ragotta von Greuther Fürth. Dann haben wir hier Coutinho nochmal von den Bayern. Marco Richter, Augsburg. Als nächstes Heidenheim hier. Und oh, Stuttgart. Holger Badstuber spielt dann nächstes Jahr wieder erste Liga. Salif Sané von Schalke. Und nochmal offensiv Trio, Raman Burgstaller Harit, haben wir, glaube ich, schon gehabt. Und, eine Matchwinner-Karte, da steht es ja. Und zwar von Unisivo von Mainz 05.
5. Nächster Booster, die zwei goldenen, machen wir einfach mal ein bisschen weiter am Ende. Und dann haben wir hier nochmal Baumgartlinger von Leverkusen, Paderborn als nächstes. Oh, was ist das? Ich hätte jetzt fast wie in Wiesbaden gesagt, aber ich glaube sogar, dass das tatsächlich auch richtig ist. Dann haben wir hier, ja, Haaland im Pack, gleich in den Titel schreiben. Erling Haaland, schreibt man ihn in FIFA mit nur einem A? Ich habe heute wieder FIFA Dortmund Karriere aufgenommen und ich glaube, Haaland wird da nur mit einem A geschrieben. Kann das sein? Oder habe ich mich da einfach verguckt? Ich war schon wieder total unsicher, ob ich in meinen Titel, in meinen FIFA 20 Folgen, Haaland richtig oder falsch geschrieben habe, weil ich habe es immer mit Doppel A geschrieben. Und wie gesagt, in FIFA stand nur ein A. Wer hat recht? Wer nicht? Matondo nochmal von Schalke und hier nochmal Kapitän Christopher Trimmel von Eisern Union. So, einen haben wir hier noch und zwar hauen wir den mal direkt raus. Milos Bjelkovic von Werder Bremen. Dann haben wir Aziz Buhadu von Sandhausen. Dann nochmal Greuther Fürth hier, Abwehr von Gladbach, Janschke, Düsseldorf, Kärtchen, oh, Holstein, Kiel, Baku, die würde ich super gerne in der ersten Liga sehen, das wäre echt so ein Traum, oder dritte Liga, VfB Lübeck, dann würde ich sofort VfB Lübeck Karriere in FIFA machen, das wäre mein absoluter Traum, Gravula von Wolfsburg, Mittelfeld, Gamacho von Wolfsburg, dann haben wir nochmal Robert Saison Superstar, den haben wir schon gehabt und hier nochmal Marvin Friedrich als Matchwinner Abwehrkarte von Union Berlin. Und jetzt kommen wir auch schon zu diesen goldenen Superpäckchen. Also die nächsten Limis sind in coming. Und es geht hier los mit Luke Bacchio, Hertha BSC, limitierte Auflage. Ich glaube, die standen auf dem Multipack nicht drauf. Also wir haben jetzt Castells und als zweites Luke Bacchio als Limi. Joachim Nilsson von Arminia Bielefeld. Dann haben wir nochmal KSC-Kärtchen, Hoffenheim-Kärtchen und hier Saison-Superstar Jamilo Collins, heißt er glaube ich, von Paderborn. Und der nächste goldene Booster ist am Start und leider aus der Traum mit der verschiedenen Limi. Ich habe hier wieder Luke Bacchio. Ja, wieder von Hertha gerade schon gehabt. Matondo, Schalke 04 und Sebastian Meyer Bochum. Kleindienst von Heidenheim und hier Kahn Ayan von Düsseldorf. Und ich packe direkt hier nochmal den zweiten Blister aus, bevor wir uns wieder dem Display zuwenden. Auch hier wieder zwei 10er Booster und das goldene Päckchen. Öffnen wir auch hier wieder zuerst die zwei 10er Booster. Paulinho, den haben wir auch schon gehabt. Dann haben wir Hut, Yannick Hut, Torwart, dann Mittelfeld Hannover, nochmal Abwehr von Gladbach. Köln-Karte, Mainz-Karte, HSV-Karte, dann haben wir Eintracht Frankfurt, Auswärtstrikot. Kapitän, Manuel Neuer von Bayern, 96er Abwehrwert. Und die letzte Karte ist hier dann nochmal Matchwinner Unisivo. Den haben wir auch schon gehabt heute. Nächster 10er Booster, da ist er schon. Match Attacks extra, zack, boom, ausgepackt. So, die großen Highlight-Kärtchen sind in so einer Match Attacks extra Serie natürlich nicht mehr dabei. Julian Baumgartlinger, dann haben wir nochmal Luca Kilian. Dario Dumic, als nächstes Stefan Leiner, dann hier Kahn Ayan, Thomas Kubek, als nächstes nochmal Danny Blum und Ignacio Camacho oder Camacho, Kapitän Danny Lazza, Mainz 05 und Gebre Selassie, Abwehr von Bremen. Das auch nochmal eine schöne Matchwinner-Karte. Und wir kommen zum goldenen Booster. Und wir kriegen Castells. Auch den, ja, den haben wir schon eben gehabt. Also Castells zum zweiten. Dann haben wir nochmal Kevin Vogt. Als nächstes nochmal Marco Tiede. Joachim Nilsson. Und hier die letzte Karte ist nochmal Konate. Abwehr von RB Leipzig. Da ist es nochmal, das wunderschöne Display. Ein paar Booster haben wir daraus ja schon ausgepackt. Die restlichen Folgen jetzt. 20 Päckchen sind hier drin. 20 mal 10 sind 200. Theoretisch hat man nach einem Display, einem Multipack und einem Blister die Serie ja eigentlich schon voll. Aber wie gesagt, nur theoretisch. Salif Sané, Schalke, nochmal Holstein Kiel, Bötius, Mainz 05, Abwehr von Gladbach, Mittelfeld, Arminia Bielefeld, Angriff Hannover, Duxch, Abwehr St. Pauli, Lukas Klünter haben wir ja schon gehabt, Captain Mittelfeld, Mike Franz und nochmal Abwehr Wendell von Leverkusen. Wir öffnen einfach den nächsten Booster. Wir machen immer weiter, immer
weiter. Sebastian Rode als nächstes, dann Florian Krüger, Kevin Schlotterbeck, dann hier Erik Tommy, Erling Haaland auch schon gehabt, Dario Dumic, dann haben wir hier Engels, Boyata von Hertha, dann haben wir hier Benjamin Hübner, heißt er so? Kann man nochmal schlecht lesen. Ja, Hübner TSG und Adamian, ne? Angriff von TSG 1899, Hoffenheim. Ich habe das Gefühl, das Display wird gar nicht leerer, weil hier so viele dicke Booster drin sind. Christian Günther geht's als nächstes. Mittelfeld Stuttgart, Jan Regensburg, genau, nochmal Köln, Gladbach, Arminia Bielefeld, Nürnberg, Pauli, Angriff Hoffenheim und oh, Marco Reus. Kapitän. Damit habe ich jetzt gar nicht gerechnet, dass wir hier Kapitänskarte Marco Reus bekommen. Kartennummer 7. Dankeschön, Kartennummer 743. Richtig viele Magitex-Karten dieses Jahr. Aber es sind ja auch insgesamt 3 Serien rausgekommen. Magitex, Magitex Action und jetzt auch nochmal Magitex Extra. Nochmal 200 Kärtchen. Dann gibt es hier Kärtchen von Dynamo Dresden, VfL Osnabrück, Augsburg, RB Leipzig und hier, ja, Bayern München. Wien, Wiesbaden, Paderborn am Start, Leverkusen, Bellarabi und Saison Superstar, Saison Superstar Serge Gnabry von Bayern und nochmal Yannick Haberer von Freiburg Matchwinner. So langsam müssten wir aber die Hälfte ausgepackt haben, hoffe ich doch. Eine Limi muss es ja noch geben. Marcel Tisserand, Abwehr Wolfsburg, dann hier Leibold, Kahn, Ayan, Jan-Fiete Arp nochmal, Stefan Rigner, Eigner. Rigner, genau. Ja, Paderborn hier nochmal, Nürnberg, TSG, Hoffenheim und hier nochmal Angriffskarte. Das ist jetzt Torjäger 2019-2020, Fabian Klos, Arminia Bielefeld. Nächster Booster, schick sehen sie definitiv aus. Das muss man sagen, wieder toll designt hier und das von hinten. Ja, das Design schon vom Ende, sagen wir Mitte, Ende des letzten Jahres ist das Design ja immer das gleiche. Eintracht Frankfurt, Erzgebirge Aue, Union Berlin, oh, Ampadu, einer meiner Lieblingsspieler. Aber ich glaube, er hat die Haare jetzt wieder kurz, ne? Ich fand seine Frisur ja Bombe. In FIFA hat er die auch noch. Tragotta, haben wir Boadus. Keine Ahnung, wie man den richtig ausspricht. Mein lieber Herr Gesangsverein Veljkovic. Dann haben wir nochmal Baumgartlinger. Und nochmal Schalke 04 Saison Superstar mit 89er Angriffswert. Und nochmal Bastos Angriff 93 bei Frankfurt. Nächster Booster. Also hier sind noch locker 10 Stück oder sogar noch ein paar mehr drin. Und wie gesagt, ich suche hier immer noch die Limi. Lukas Itter, Freiburg, Union Berlin, Heidenheim, Abwehr von Köln, Dortmunds, Marcel Schmelzer, Darmstadt, dann Hannover 96, KSC, Hertha BSC und Union Berlin Kapitän, Abwehr Christopher Trimmel. Nächster Booster. So, hauen wir mal raus hier. Kärtchen von Schalke, HSV auch wieder am Start, Heidenheim, Mainz 05, Gladbach, Hakimi von Dortmund, Darmstadt, KSC, Werder Bremen und am Ende Gelände Paderborn Kapitän. Abwehr. Und auch jetzt wieder nächster Booster. Aufreißen und genießen. Victor haben wir hier. Achso, Kärtchen von Wolfsburg, VfL Bochum, Union Berlin, Düsseldorf. Ja, wieder Bayern, Jan-Fiete Arp, Hannover 96, Pauli, Lukas Klünter. Ihr seht es, viele, viele Doppelte. Rashica, Füllkrug, Osako, genau. Rashica, Füllkrug, Osako von Bremen. Und hier nochmal Christopher Kramer, Matchwinner. Ja, unser WM 2014 Finalheld. Ja, ist das hier das Finale? Wir packen weiter aus Schalalala. Wir packen weiter aus Schalalala. Gregoritsch, Schalke, Dynamo Dresden, nochmal Osnabrück. FC Augsburg, wie gesagt, Leute, wir suchen immer noch eine weitere Limited Edition. Niemeyer. Dann hier nochmal Nürnberg. Mittelfeld der TSG, Sebastian Rudi. Und hier Abwehrtrio von den Bayern. Pavasüle, Hernandez. Und Matchwinner Kenny. Auch noch nicht gehabt von Schalke 04 heute. Kann gut sein, dass wir die ganzen Basiskarten alle schon haben. Aber Matchwinner und vor allem eine Limited Edition fehlt noch. Das kann ja interessant werden. Nochmal die Eintracht. Dann haben wir nochmal Jan Regensburg, Palacios. Marc Uth von Köln auch schon gehabt. Schmelzer schon gehabt. Ampadu gehabt. Eigner, genau. Rigner auch schon gehabt. Hier Japo auch schon gesehen von Bielefeld. Oh, Johannes Geis. Ach Mensch, der Geis, ne? Der damals bei Schalke. Vorher noch
richtig geil bei Mainz 05. Also Johannes Geis, ich habe den so eine rosige, positive, geile Zukunft prophezeit. Und dann kam irgendwann der Absturz. Ich weiß nicht mehr warum, aber Max Meyer war ja sehr, sehr ähnlich. Für mich war das waren das beides Riesentalente, Meyer und Geis. Und dann, ja, wie gesagt, kam irgendwann der Absturz. Und wie soll ich sagen, ja, beide sind so mehr oder weniger von der großen Bildfläche verschwunden. Machen wir hier mal weiter. Nochmal TSG und hier nochmal Offensiv-Trio mit Mbolo Player Turam. Es sind gar nicht mehr so viele Karten. Booster, wollte ich sagen. 5 Booster, würde ich sagen, sind es noch. Heißt immerhin nochmal 50 Karten. Roussillon hier, Wolfsburg, Blum von Bochum, Holstein Kiel, Baku, dann hier nochmal Hack von Mainz, Nkunku, RB Leipzig, Martinez, den hatten wir noch nicht von den Bayern, Hans Sapai von Greuther Fürth. Ist das jetzt der Ex-Schalker? Nein, ne? Der hat doch die Karriere beendet, der alte Hans Sapai. Der war ja auch bei Let's Dance, aber ich glaube nicht, dass das der hier ist, der jetzt bei Greuther Fürth spielt. Yannick Huth, Torwart Paderborn hier nochmal. Sink Raven von Leverkusen und natürlich, die auch noch nicht gehabt hier. Torjäger 2019-2020 Timo Werner mit einem 95er Angriffswert. Ja, die Karte sieht definitiv richtig schick aus. 40 Karten noch. Ich hoffe natürlich, wir ziehen hier jetzt endlich mal die Limi. Ich finde nämlich, so langsam wird es mal Zeit. Timothy Chandler haben wir, glaube ich, auch noch nicht gehabt. Philipp Riese von Aue. Dann hier nochmal Becker. Barkok von Düsseldorf. Marvin Hitz von Dortmund. Ich glaube, den haben wir auch noch nicht gehabt hier. Franke, Marcel Franke. Freisel, Torwart von Sand. Hausen, Bitten Kurt hier. Dann nochmal Saison-Superstar Jonathan Schmidt von SC Freiburg. Und dann nochmal Unisivo-Angriff Mainz. Matchwinner haben wir schon. 30 Karten noch, die letzten 3 Booster. Schauen wir mal, wir haben hier Vincenzo Grifo. Als nächstes Holger Badstuhl haben wir schon gehabt. Ich glaube Kubek, Torwart auch. Baines von Gladbach. Laszlo Benes von Gladbach haben wir hier. Ragotta auch schon gehabt. Den haben wir auch schon gehabt. Hier bin ich mir gerade nicht sicher, ob wir den schon hatten von Paderborn, Baumgartlinger. Ja, Rufen Hennings. Und zwar Torjäger 1920. Der fehlte bisher von Düsseldorf 74er Angriffswert. Und nochmal Dilrusun, Matchwinner von Hertha BSC. Die letzten 2 Booster. So langsam muss hier doch die Limi mal kommen. Alter, und wenn hier keine Limi bei ist, dann rufe ich bei Tops an. Das kann ja wohl angehen hier. Geipel nochmal. Dann hier Modest. Anthony Modest. Ich glaube, bei ihm hat man als Rückkehrer viel, viel mehr erwartet. Aber so ist das ja immer bei Rückkehrern. Sie gehen als großer Star und kommen dann wieder. Und am Ende sitzen sie viel auf der Bank. Ist nicht das erste Mal, dass so etwas ist. Nicht nur bei Köln, das ist halt ganz, ganz oft bei vielen Vereinen so. Hier nochmal Karte von der TSG. Marius Wolf von Hertha. Und nochmal, ich glaube, die hatten wir auch noch nicht. Havertz, die mir bei Amiri Trio von Leverkusen. Letzter Booster. 4 Limis liegen hier auf dem Tisch. Eine 5. soll ja jetzt dazukommen in diesem letzten Booster. Salif Sané von Schalke. Dann haben wir Sascha Korwart von Dresden. Hier nochmal VfL Osnabrück. Dann kommt hier Mittelfeld von den Bayern. Mittelfeld Hannover. Mittelfeld KSC. Mittelfeld Hertha. Abwehr Bremen. Nochmal Köln-Saison Superstar. Verstappen wollte ich erst sagen. Jos Verstappen. Birger Verstrete von Köln. Keine Ahnung, ob das richtig ausgesprochen ist. Wahrscheinlich nicht. Und jetzt lasst euch überraschen, es gibt nochmal 2 Limis. Warum jetzt das? Ich habe bei einem der letzten 5 Booster auch schon eine Limi drin gehabt. Die habe ich zur Seite genommen, weil ich die in den letzten Booster schummeln wollte. Und jetzt habe ich hier nochmal eine Limi drin gehabt, Leute. No joke, true story. Ich habe 2 Limis im Display jetzt drin gehabt quasi. Also wie gesagt, ich weiß es nicht. Ich glaube, Alcázar hatte ich irgendwo vor 4, 5 Boostern schon drin. Ah ja, habe ich zur Seite gelegt hier oben, hab mir gedacht, den hau ich dann beim letzten Booster mit rein. Und jetzt, no joke, true story, ich hätte hier ganz normal eigentlich Christian Gentner drin gehabt als Limited Edition. Das ist die 5. Ist ja jetzt nicht zusammengeschummelt, ne? 2x Blister, 2x Multipack und jetzt tatsächlich die 5. aus dem Display. Und Limi 6 auch aus dem Display. Paco Alcázar. Hätte gar nicht schummeln brauchen, aber okay. Ich hoffe, das Video hat euch gefallen. Hier 6 Limis am Start. Es gibt insgesamt schon wieder 39, wenn ich das richtig sehe. Ich habe jetzt, glaube ich, insgesamt 10 oder so. Seitdem das mit den Limis so extrem übertrieben wird, sammle ich die gar nicht mehr so richtig aus den ganzen Serien. Hauptsache, ich habe die Hauptserie irgendwann voll. Und ich hoffe, ihr schaut weiterhin meine Videos. Also Hashtag Glocke aktiv. Bis zum nächsten Mal. Ciao, tschüss und auf Wiedersehen.